Willkommen zur letzten Folge unserer Reihe, unserer Blogbeiträge zu den Werken in unserer Ausstellung Moderne Meister, entartete Kunst im Kunstmuseum Bern, mit Werken, die bis 1937 in deutschen Museen gehangen haben und von den Behörden aus den Museen beschlagnahmt und dann verkauft worden sind. Und eines dieser Werke befindet sich hier, eine Skulptur, eine Plastik aus Holz geschnitzt von Ewald Mataré, einem wichtigen Künstler aus dem Rheinland, der der Kunst ganz wichtige Impulse verliehen hat innerhalb der Plastik. Naturformen, eine Kuh hier, eine liegende Kuh, wird ganz stark vereinfacht, mit fast kristallinen Formen wiedergegeben. Das war damals für die Kunst unglaublich prägend. Und Mataré ist später dann auch noch bekannt geworden als Lehrer von Josef Beuys. In Köln hat er gearbeitet. Josef Beuys war Assistent von Ewald Mataré und sie haben zusammen an den Domtüren für den Kölner Dom nach dem Zweiten Weltkrieg, wo auch der Brand von Köln im Zweiten Weltkrieg dargestellt worden ist, gemeinsam gearbeitet. Josef Beuys berichtet darüber durchaus auch mit Humor und das ist ganz spannend, das zu sehen. Ewald Mataré, also ein ganz wichtiger deutscher Künstler. Dieses Werk ist als Dauerleihgabe in der Nationalgalerie Berlin gewesen. Es ist 1925 entstanden, dann als Dauerleihgabe in der Nationalgalerie Berlin gewesen, 1937 beschlagnahmt von den Behörden und dann der Galerie Fischer anvertraut worden in Luzern, um es auf der Auktion Moderne Meister aus deutschen Museen am 30. Juni 1939 zu verkaufen. Davon haben wir eben hier den Auktionskatalog und ich kann Ihnen auch in unserem digitalen Blätterbuch hier den Eintrag zeigen. Das Werk ist im Katalog nicht abgebildet, aber hier Ewald Mataré haben wir unter der Nummer 81 die liegende Kuh aus der Nationalgalerie Berlin und der damalige Direktor Konrad von Mandach hat auch den Preis geschrieben. Hier sehen wir 480 Franken. Dafür ist es zugeschlagen worden, nicht dem Kunstmuseum Bern direkt, sondern zwei ganz wichtigen Berner Sammlern, Hermann und Margret Rupf, haben dieses Werk erstanden. Und deren Sammlung ist dann ja später von ihm in eine Stiftung überführt worden, in die Hermann und Margret Rupf Stiftung, eine der wichtigsten Depositäre des Kunstmuseums Bern mit ganz, ganz bedeutenden Werken der klassischen Moderne. Und dazu gehört auch dieses Werk. Das heißt, wir haben mehrere Werke hier in der Sammlung des Kunstmuseums Bern, die auf der Auktion 1939 in Luzern verkauft worden sind. Nicht alle sind Eigenerwerbungen. Manches haben wir eben über unsere Depositäre, über Stiftungen in der Sammlung. Aber diese Auktion war sicherlich das markanteste Verkaufsereignis der entarteten Kunst. Und wenn man sich die Preise anguckt, für die diese Sachen losgeschlagen worden sind, dann fällt auf, dass die meisten Werke unterhalb der Schätzpreise verkauft worden sind. Das könnte daran liegen, dass sich die Sammler zum Teil abgesprochen haben, denn wir haben eine Korrespondenz von Hermann und Margret Rupf mit anderen Sammlern, die darüber sprechen, über diese Auktion und die sagen, es ist doch sehr problematisch, die Nazis verdienen dann Geld, das geht in die Rüstung, das wollen wir eigentlich nicht und es wäre doch famos, wenn die Nazis eigentlich gar kein Geld damit machen würden oder nur ganz wenig. Es ist wirklich auffällig, bedeutende Werke, für die es in der Schweiz sehr wohl einen guten Markt gab, sind unterschätzwert losgeschlagen worden. Die drohende Kriegsgefahr spielt sicherlich auch eine Rolle, dass die Leute nicht so in die Kunst gegangen sind. Aber vielleicht spielte diese Absprache der Sammler untereinander, sich nicht hochzubieten, dabei auch eine bedeutende Rolle, denn allen war klar, das Geld, was das Deutsche Reich auf dieser Auktion verdient, das geht in die Rüstung und hätte sich ja dann auch gegen die Schweiz richten können.